So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinator, und ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Origins. Das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben, das heißt, wir machen jetzt diese Quest hier. Verfügbare Quests. Her damit. 4 Quests hinzugefügt. Bueno. So, dann machen wir gerade von unten nach oben Interessenskonflikt. Was müssen wir da machen? Müssen wir jemanden töten? Sprich mit dem Händler Saiz über Zerbos. Okay. Dann gehen wir mal zu dem Händler in Saiz. Mir fehlt halt einfach in diesem Spiel wirklich diese Minimap. Weil dann kann ich nämlich sehen, ob das eine rote Zone ist oder nicht. Stattdessen muss ich hier irgendwo rein. Und dann sehe ich, ah, da ist irgendwas. Aber was das genau ist, keine Ahnung. Ich sollte diesen Servus finden und sehen, was er über Sefetu weiß. Ob er mit dem Skarabäus in Verbindung steht. Ich höre mich bei den Händlern um. Mal sehen, wer ihm wohlgesinnt ist. Einen schönen Tag, Ned. Brauchst du heute vielleicht ein paar Metallarbeiten? Ja, hören wir uns mal bei den Händlern um. Okay, spricht mal. Ach, Händler sind nur tagsüber verfügbar. Okay, wir müssen pennen. Was heißt pennen? Warten. Aloha. Na, wer bist denn du? Hey! Willst du einen Fisch oder was? Ich suche nach Servus, dem Hafenmeister. Oh. Es heißt, Sefetu brachte ihn um. Null. Wie laufen die Geschäfte? Gar nicht übel. Bist du auf der Suche nach etwas? Nach Servus, dem Hafenmeister. Weißt du, wo ich ihn finde? Nach wem suchst du? Wieso? Ich kenne ihn nicht. Ist er nicht tot? Was willst du denn überhaupt von ihm? Er war ein guter Mann. Ein guter Mann? Also kennst du ihn doch? Oh nein, das erzählt man sich nur von ihm. Lass mich in Ruhe. Na, die sind ein wenig eingeschüchtert, die Leute. Hä? Sucht ihr nach Datteln? Bei mir bekommt ihr die besten. Der Braumeister benutzt dieselben für sein berühmtes Bier. Ich sehe mich nur um. Kennt ihr einen Mann namens Servus? Servus? Der Hafenmeister ist tot. Die sagen alles Gleiche. Na, wer bist denn du? Rede mit mir und dreh mir nicht den Rücken zu, wenn ich mit dir rede. Ich sehe mich nur um. Kennst du einen Mann namens Servus? Den Hafenmeister. Ah. Warum fragst du nach ihm? Es heißt, er wird vermisst. Untergetaucht. Vielleicht tot. Was würdest du tun, wenn Sefetu ein Kopfgeld auf dich aussetzt? Ah, verstehe. Ich bin keiner von Sefetus Männern. Ich weiß so gut wie nichts darüber. Ich halte mich da lieber raus. Ich kann dir leider nichts sagen. Alle die beste Schmiede von Saiz! Keiner weiß, wo Servolenkius ist. Und wonach suchst du heute? Den Hafenmeister, Servus. Frag nicht nach ihm. Die Wache hat ihn getötet. Ding, mit dem kann man noch reden, glaube ich, oder? Hallo, können wir mit dir reden? Hey. Den noch da ist noch was. Ah, lol, zum Clown. Ah, da ist noch einer. Ah, hallo. Na, du bist ein kräftiger Kerl. Willst du deine Rüstung verbessern? Lange Nacht? Sehr lang. Verzeih. Kann ich dir irgendwie helfen? Momentan suche ich nach Servus. Dem Hafenmeister? Natürlich. Servus ist verreist. Seltsam. Verreist? Ja, er wollte nach Letopolis. Es heißt, er beginnt dort ein neues Leben. Dann ist er nicht tot.
Tot? Warum glaubst du, er sei tot? Jeder erzählt eine andere Geschichte über Servus. Ich frage mich, ob einer von ihnen mehr weiß, als er zugibt. Gibt es Neuigkeiten von Servus? Verzeihung. Wer war das noch gleich? Noch eine lange Nacht? Ach, die sind alle lang zur Zeit. Verstehe. Tut mir leid, kann dir nicht helfen. Gibt es Neuigkeiten von Servus? Verzeihung. Wer war das noch gleich? Noch eine lange Nacht? Ach, die sind alle lang zur Zeit. Verstehe. Tut mir leid, kann dir nicht helfen. Oh. Ein Feuer ist ausgebrochen. Warum bloß? Ich suche immer noch nach Servus. Ich sagte es doch schon. Ich weiß überhaupt nichts. Lass mich in Ruhe. Folge den verdächtigen Händlern. Da ist noch einer. Hast du Bedarf für Metallarbeiten? Ich suche immer noch nach Servus. Immer noch? Tut mir leid, ich kann dir wirklich nicht helfen. Hast du Bedarf für Metallarbeiten? Ich suche immer noch nach Servus. Immer noch? Tut mir leid, ich kann dir wirklich nicht helfen. Die Händler verlassen nachts den Markt. Muss man jetzt noch ein bisschen warten, ne? So, jetzt. Ups, das wollte ich nicht. Wieso klappt das nicht? Ah, jetzt. Jetzt sind sie alle da unten. Ich glaube, die haben eine ungemeine Konkurrenz ausgeschaltet. Auf Befehl von Cefeto gilt nach der Dämmerung eine Ausgangssperre. Und da läuft das intrigente Pack. Ich glaube, die verschweigen irgendwas. Wollen wir denen mal folgen, oder? Würde ich jetzt mal so sagen. Ich glaube, die haben nur unbeliebte Konkurrenz ausgeschaltet, hä? Leute. Mal gucken, wo die hinwandern, ne? Na, wo wandert ihr denn hin, ihr Süßen? Da vorne reitet einer auf seinem Gaul. Fühlt euch nicht gestört. Na, kommt schon. Wo ist er? Aha. Hallo. Wie kommst du zurecht? So gut es geht. Ich bin diese... Oh. Tja. Schauen wir mal, was sie da schwätzen.
Wir sind keine Kämpfer. Du kannst dir das Kopfgeld für mich abholen. Ich bin keiner von Cephetos Männern. Ich suche nach Servus, im Auftrag von Akuf. Gut. Ich bin Servus, der mächtige Hafenmeister von Sais. Versteckt in den eigenen Docks. Was will er von dir? Cephetu. Er hat die ganze Stadt im Würgegriff. Besteuert uns zu Tode. Er lässt Gehöfte niederbrennen. Das stimmt. Ich habe getan, was ich konnte. Ich half Ein- und Ausfuhren vor ihm zu verstecken. Denn was Cephetu nicht sieht, kann er nicht besteuern. Und er fand es heraus. Seine Männer überfielen mein Geschäft und mein Haus. Doch die Aufzeichnungen sind auf der Feluke. Wenn sie noch nicht gefunden haben, dann sicher bald. Ich sehe, was ich tun kann. Was hat der davon? Meine Feluke ist im Hafen von Sais angedockt. Ja, ich hätte sie gern in einem Stück zurück. Aber wenn du sie zerstören musst... Es herrscht eine Ausgangssperre irgendwie, leider. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Wachen darauf reagieren, ne? Aber wir gehen jetzt erstmal zu dieser Feluke, zu dem Schiff. Und guck mal, ich denke mal, das wird bewacht sein. Seno wird's richten. Naja, ich sehe schon an den Fahnen. Eigentlich können wir auch gerade so viel Luke schwimmen, oder? Nicht mal, Alter. Alle? Haben die da extra jetzt dann mit dem Boot angelegt, damit sie mich platt machen können? Fixer. Oh shit, ich hab die... Schussfeld, auf den ich würde gerne den Bogen ausprobieren. Warum hält der den Scheißreck so? Ja, was ist mit dir los, du blöde Alte? Keine Munition mehr? Lol.
Der Bogen taugt irgendwie nichts. So ein blöder Bogen. Tu mal grad tauschen, Mann, bevor ich vergesse, wieder den zu tauschen. Dann bin ich mitten in Action, Alter, und dann fehlt mir dieser scheiß Bogen. Leichte Bögen. Was macht der? Schnellfeuer. Ah, okay. Oh, Bremsen, Vollbremsung. Ja, mit so einem Boot rückwärts einparken ist nicht so schön. Aber ich hab's gepackt, oder? Ja, passt schon. Wenn sie wegschwimmt, ist mir auch egal. Ist nicht mein Boot. Sprich mit Servus. Dann sprechen wir mal mit dem Hannewackel. Da ist er ja. Du musst dich nicht länger verstecken. Deine Feluke ist sicher. Deine Aufzeichnung auch. Du hast mein Boot gerettet. Hier, nimm das als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Was krieg ich denn? Was krieg ich denn? Was krieg ich denn? 4 Dinare. In your face. Du hast hier vieles verbessert. Es gibt genug Menschen, die bereit wären, dir zu helfen, Servus. Wieso tut ihr nichts gegen ihn? Sefeto ist viel zu mächtig, zu gierig. Er weiß, dass niemand stark genug ist, ihn zu stoppen. Wir sind keine Kämpfer. Sefeto wird ständig von Soldaten bewacht. Deine Basis in Nikio wird von Ballisten geschützt. Dumm wie ich war, importierte ich sie. Möge Amun dich beschützen. Oh, ein schönes Schild. Ein bisschen breiter, ein bisschen flacher, ein bisschen schöner. So, nächste Quest, die in diesem Lauf ist. Rauch über dem Wasser. Hakus Schmugglerin Jeska wurde von Sefeto getötet. Er will Amosius bitten, um ihn zu übernehmen. Diese ganze Stadt wird von irgendeinem beherrscht. Und den wollen wir im Prinzip aufhalten. Oh, guckt euch das an, wie ich das Boot geparkt habe. Immer noch 1A steht es da rum. Das ist doch brillant, brillant. Leute, brillant. Amosis? Ja? Heute gibt es ganz frische Muscheln. Mein Name ist Bayek. Ich komme von Hakuf. Er braucht deine Hilfe als Jeskas Freundin. Ich bin ganz Ohr. Seit Jeska tot ist, benötigt Hakuf einen treuen Agenten, der die Menschen sicher aus Sefetos Reichweite bringt. Tot. Ihr zwei seid nicht ganz auf dem Laufenden. Jeska lässt sich doch nicht von Sefeto erwischen. Sie ist dem Feuer entkommen. Was? Wo ist sie? Sie ist auf dem Fluss, mit einer Feluke voller Vorräte für die Leute, die sie gerettet hat. Sie hat die gefährliche Route in den Südwesten genommen, vorbei an den Nilpferden, um Sefetos Augen zu entgehen. Wenn du der Küste folgst, findest du sie. Okay, dann machen wir uns mal auf die Suche. Jetzt hat die Alte sogar noch überlebt. Ich glaube, spinn du. Oh. Okay, wir haben sie entdeckt. Oh, Krokodile. Ganz. Oh nee, nicht mal Krokodile. Oh, ich bin aufgesessen. Verfluchte Wasserschweine! Hilf mir, sie zu vertreiben!
Mein Loot. Wo bist denn du? Ah, da ist noch ein Nilpferd. Schinken, dick in den Arsch. Los. Komm jetzt mal aus dem Wasser raus, komm. Jetzt muss ich hier mit dir im Wasser reden. Wie nennt man dich? Bayek. Freut mich, Bayek. Ich bin Jeska. Wie bist du hier gelandet? Hab mich verlaufen. Nahm die falsche Strecke. Was ist denn falsch daran, Sefetus Patrouillen auszuweichen? Was weißt du von Sefetu? Haku hielt dich für tot. Aber du lebst. Er braucht deine Hilfe. Hilf mir, die Vorräte in mein Dorf zu bringen. Dort sind viele auf mich angewiesen. Mein Boot ist gerade da hinten versoffen. Oh, okay. Welches Boot? Das da hinten? Warte mal kurz. Ich glaube, da hat es nämlich noch Loot in diesem einen Boot. Genau. Wenn schon ein Boot so dumm rumsteht, Alter, dann ist da garantiert Loot. Und da ist sogar noch mehr Loot, ey. Und Bronze. Geiler Scheiß, Mann. Worauf wartest du? Setzen? Ach ja. Woher kennst du Hakuf? Ich wurde von einem Mann zu ihm geschickt, dem ich verpflichtet bin. Ich glaube, dass wir gemeinsame Ziele haben. Tja, er ist ein großer Mann. Obwohl es in Sais von selbsternannten großen Männern wimmelt. Aber Hakuf hat ein gutes Herz. Er kümmert sich um die Stadt und die Menschen. Ja, er schützt sie vor Feiglingen wie Sefetu und dem Skarabäus. Ich habe viele Familien aus Sais herausgebracht, um sie zu beschützen, wie die arme Venis und ihren Sohn. Alle, die sich Sefetu widersetzen, lässt er einfach verbrennen. Ich finde es sehr mutig von dir, andere Familien zu beschützen. Wenn du meinst. Ich verstecke sie in meinem Dorf, bis wir eine Karawane organisieren können, die sie durch die Wüste bringt. Dafür brauchen wir Proviant und Medizin. Wie hast du überlebt? Sefetus Männer... Komm schon. Ah. Geil. Kannst nicht Brachten hochladen. Mich zur Festung Nikio, wo sie mich gefoltert haben. Ich habe ihnen ins Gesicht gespuckt. Als sie dachten, sie hätten mich... Bei den Göttern! Sefetu ist hier! Wo denn? Alter. Auch über dem Wasser. Wo denn? Sprich mit mir. Trigger Point. Folge Jeska zu ihrem Dorf. Okay. Dann lauf mal zu, Mädel. Boah, ich kann mal. Oh, da kann man sich sehr gut verstecken in dem hohen Gras. Ist das Dorf? Nein! Wenn du! Annen! Venis! Voll niedergebrannt, Alter. Shit, ja, das hat er nicht gesehen. Na, Alter! Aua! Wir sind fitter werden hier, hä? Komm.
Oh nein, nein, Alter! Also manchmal gibt es da so Punkte, da macht der nix. Da haut der, kann der nicht abhauen, da kann der nicht zuschlagen, da kann der nix machen. Und so Speerträger sind absoluter Scheißdreck. Ich will auch etwas Längeres haben, ey. Also ein Speer oder sowas. Ach, Mann, ich will nicht meinen Gaul, Alter. Nix. Okay, jetzt gucken wir mal, dass wir die einen nach dem anderen schön platt machen, ne? Zum Beispiel den da als erstes, ne? Dann vergiften wir den. Ja, atmen tief ein, Arsch. Natürlich. Jetzt ist er da an der Wand festgepackt. Ah, guck dir das an, wie verpackt dieses Spiel ist. Alter, bist du im Fallenkopf, um endlich Ruhe zu finden. Na? Oh, jetzt ist er tot. Ach, ist das herrlich oder ist das herrlich, ne? Ach, ist das herrlich. Fast schon. Na? Da ist nochmal einer da hinten. Kohlenstoffkristalle, interessant. Jetzt aber zwei Schätze. Aber ich glaube, hier ist noch nicht alles gegessen irgendwie. Ey, eben, ich hab's doch gedacht. Dass, lol, da hängen zwei rum, ja. Und es sind noch zwei Schätze. Ach, auf dem ganzen Wagen ist ein Schätze. Aber hier muss es zwei Schätze geben. Die Statue da vorne kann man noch platt machen.
Stufe 17. Da ist nochmal ein Schatz, gell? Schätze plündern, zwei Stück. Da sind noch, glaube ich, von den Toten, oder? Ja. Hä? Oh Leute, wir haben 31 Minuten erreicht. Ich muss jetzt leider die Folge beenden. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder am Start seid. Wir sehen uns, Leute. Haut rein. Ciao.